Ja, eigentlich will ich nicht zu viel verraten. Es ist schon eine Komödie. Ah, es geht ein bisschen derb zu, es geht ein bisschen lustig zu. Bertelein, wenn er so ein Mann von der Versicherung kommt, dann musst du ihn euch erschrecken. Weil sonst findet er dir die Scheiß heiß und dann anschlägt. Und das nur bevor du dich abputzen kannst. Ja, das hat der Vater selig gesagt. Nachdem ja der große Wunsch wieder mal war, von Mitspielern, vom Publikum, und vom Vorstand, dass wir wieder mal ein Bauernstickel machen. Aber wenn man dachte, ja, muss ja nicht der alte Hodern sein, man kann ja auch was nehmen, was ein bisschen in die Zeit passt. Prinzipiell geht es darum, man sieht es ja rundum in ganz Österreich, kleine Bauernhöfe haben zu kämpfen. Ja, kämpfen und raffen, und wenn man sie nichts einfallen lässt, dann, ja, dann ist es zum Zusperren. Nicht? Aber so kann es halt auch nicht mehr weitergehen. Schau, die Viecher, die bringen da keinen Cent Gewinn. Die Landwirtschaft ist einfach zu groß, dass man wirtschaftlich arbeiten kann. Aber geht bei Ihnen. Wir brauchen einfach ein paar schmattige Touristen, denen wir so ordentlich das Geld aus der Tasche ziehen können. Bei unserem Stückel haben zwei Leute, also der Knecht und die Irene, die Freundin des Hauses, haben eine Idee, das Ganze auf ein Heuhotel aufzuziehen. Ohne Zimmer, ohne WC und ohne Duschen. Genau deswegen. Machen wir ja ein Heuhotel. Genau. Ja. Wir haben dann natürlich auch angefangen zu proben, und nach 3 Wochen hat sich unsere Stammbesetzung, das war der Markus Wallner gewesen, verletzt. Und jetzt sind wir auf einmal ohne Knecht da gestanden und keine Chance, den irgendwie zu besetzen, weil natürlich die anderen Theatermitglieder alle irgendwo was vorgehabt haben, nicht damit gerechnet haben. Und dann kam eines Abends die Rettung, dass der Mann von auch einem unserer Neuzugänge, von der Julia, der Mann, ist dann eingesprungen. Und ich muss sagen, der macht das jetzt verdammt gut. Also wir sind echt froh, dass wir ihn haben. Was ist denn da? Bloß ein Schnaps für einen vergessenen Knecht. Jetzt, das bin ich auch wieder alles biodynamisch. Ach geh du alter Saufkopf, du! Mei, am besten können wir nur anschauen. Ne?